Baller nahmen mit Rücken zum Tor 3. In dieser Übung trainieren wir Ballannahmen mit Rücken zum Tor mit anschließendem Frontaltrick und Wende. Gerade für Sechser, Achter und Zehner ist diese Ballannahme besonders wichtig, um schnell und frontal in eine offene Stellung zum gegnerischen Tor zu gelangen und den Gegenspieler schnell attackieren zu können. Dazu benötigen wir zwei Hütchentore im Abstand von ca. 5 Metern zueinander und drei Spieler. Dabei stehen zwei Spieler im Hütchen ganz oben und einer am Hütchen unten. Der Spieler unten kommt entgegen und fordert lautstark den Ball. Das Anspiel sollte zentral vor dem Spieler ankommen. Er bremst nun den Ball mit der Innenseite, sodass der Ball langsam vor seinem Körper rollt. Nun führt er den Trick Flick-Flack durch und tritt kurz an. Dann wendet er Personenwende. Linksfüßer bremsen den Ball mit links und führen den Trick Elastico durch. Jetzt spielt er dem entgegenkommenden Spieler ebenfalls den Ball frontal zu. Achten Sie darauf, dass der jeweils entgegenkommende Spieler vor Anspiel seitlich zum Ballführenden steht und sich umblickt, um im Spiel einen Überblick über die Situation zu bekommen. Zusätzlich sollte der Spieler erst dann entgegenkommen, wenn der ballführende Spieler bereit ist abzuspielen. Nur so ist garantiert, dass die Spieler die Übung im Lauf und nicht im Stehen absolvieren. Achten Sie zusätzlich darauf, dass der Ball nach der Annahme weiterrollt. Optimal wäre es, wenn der anschließende Frontaltrick ohne zusätzliche Kontakte schnell erfolgen kann. Die Spieler sollen mit dieser Annahme lernen, den Ball direkt Richtung Tor zu nehmen, um anschließend sofort ins 1 gegen 1 gehen zu können. Ein Rausdrehen würde hier die Richtung zum Tor verlieren. Daher sollen die Spieler den Ball hier ausschließlich bremsen, ohne dabei die Richtung zu verlieren. Variante. Nun bremsen alle Spieler den Ball mit dem schwachen Fuß. Die Rechtsfüßer führen anschließend den Trick Elastico durch und wenden mit links. Die Linksfüßer hingegen führen den Trick Flick-Flack durch und wenden ebenfalls mit links.